Was geht ab, Leute? Wir sind heute in Düsseldorf unterwegs. Im Hintergrund seht ihr es, Finanzämtchen. War vor über 10 Jahren mal eine kleine Kneipe, sehr, sehr urig gehalten. Mittlerweile ist da aber ein Koreaner drin, der meiner Meinung nach, also die geilsten Chicken Wings macht. Schön in so einer Marinade drin. Ach, ich will da gar nicht so viel erzählen. Ich zeige euch erstmal den Laden von drin, weil das ist schon wirklich sehr, sehr speziell. Und dann gehen wir mal in die einzelnen Gerichte rein. Ich habe einfach nur Hunger und ja, lasst uns mal reingehen da gemeinsam. Also, ein paar Eindrücke habe ich euch gerade ja schon gezeigt. Nora ist heute natürlich mal wieder am Start. Hinten noch Nico. Durch Nico und Nere, der leider heute krankheitsbedingt nicht dabei sein kann, kenne ich diesen Laden hier überhaupt. Ja, und deswegen erstmal ein großes Dankeschön. Als Tipp muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr müsst hier definitiv reservieren. Oder halt wirklich schon um 18 Uhr kommen, wenn der Laden aufmacht. Am Wochenende ist es wirklich schwierig hier ein Plätzchen zu bekommen. Oder Luca? Ja, auf jeden Fall. Luca, der ist unser Ansprechpartner hier heute. Der kümmert sich darum, dass es uns gut geht. Und ja, wir nehmen jetzt mal Platz, wir richten uns mal ein und dann geht's in die Vorspeisen. Ich hab so Hunger. Habt ihr auch Hunger? Ja! Also Luca, wir würden jetzt gerne was bestellen. Ja. Erstmal nehmen wir, glaube ich, das Kimchi Fried Rice. Ja. So quasi ein bisschen als Vorspeise. Mhm. Dann die Korean Gyoza da. Ja. Diese. Und das Kimchi Fangbohnen. Muss sein. Ja. Ja? Perfekt. Super. Danke dir. So, dann kommt die erste Fuhre. Perfekt. Einmal die Dumplings und Kimchi Fried Rice. Wow, danke schön. Danke. Boah, riechst du das? Nora war noch nicht hier. Und die darf jetzt als erstes den Kimchi Fried Rice probieren. Der sieht auf jeden Fall schon ultra gut aus. Der riecht. Ey, wenn ihr das riechen könntet, ne? Boah. Das ist brutal, ne? Da hast du ja nicht so viel versprochen. Nee, ne? Geil. Geil. Oh, Leute, jetzt kam hier auch noch der Pfannkuchen. Den zeige ich euch jetzt hier einmal. Erstmal Kimchi Fried Rice. Ne? Vielleicht das, was wir kennen, oder? Ja, Mann. So, guck mal hier, schön erstmal. So kleine Schälchen sind das hier immer. Ey, dieser Geruch, ich kann nicht mehr. Die essen gerade schon heimlich den Pfannkuchen hier und die kommen gar nicht klar. Das ist so geil, Digga. Also wirklich. Habt ihr schon mal Kimchi gegessen? Schreibt mir in die Kommentare. Ich wurde hier, glaube ich, auch entkimchiminisiert, wenn man das so nennen kann. Aber mit dem Ei und so, das ist wirklich perfekt. Also, dieser Fried Rice ist wirklich, also Kimchi, schreibt euch mal hier runter, was das genau ist. Also fermentierter Kohl quasi über ja, mehrere Tage, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar Wochen. Und das ist einfach so, der nimmt so eine richtig geile Konsistenz an mit dem Reis, das vermischt sich super gut. Und eine ganz leichte Schärfe auch noch dazu, aber eigentlich gar nicht so krass scharf. Aber es ist wirklich einfach nur richtig hier rund. Richtig rund. Weiter zum Pfannkuchen. Also wirklich, es sieht richtig gut aus. Das riecht. Schön Sojasauce rein. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. So sehen die aus. So sehe ich aus, wenn ich ein Stäbchen esse. Oder auch nicht. Wir waren letztes Mal hier auch beim Koreaner unweit von weg, sag ich mal. Und da haben wir auch einen Kimchi Pfannkuchen gegessen und der war sehr fettig. Ja, der war nicht so crispy, sagen wir es mal so, der war überfettet. Weißt du, was ich meine? Und der hier ist wirklich richtig krank crispy auch. Wie so ein Reibekuchen, würde ich schon fast sagen. Ja. Ne? Voll. Auch vom Geschmack ein bisschen. Voll. Keine Ahnung, ob da jetzt Kartoffeln auch mit drin sind oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall Kimchi natürlich. Der riecht so. Ja, ne? Ich habe das ja gerade schon gesehen. Finde ich richtig gut. Sehr, sehr gut. Aber eine Sache haben wir hier noch. Das ist wirklich einer meiner Lieblinge. Ich nenne sie einfach mal koreanische Gyoza. Sie sehen ein bisschen anders aus als die klassischen. Die sind auch wirklich sehr, sehr geil. Schön crispy außen auch, ne, frittiert das Ganze. Den Teig finde ich super auch. Die haben wir tatsächlich auch zu Hause. Ich habe die Tage auch gegessen. Genau diese koreanischen Dumplings. Dumplings, glaube ich, so heißen sind immer die offiziell. Außen schön crispy, innen super weich. Ich weiß nicht, ich schmeck's leider noch nicht raus nach dem ganzen Kimchi, was da jetzt für ein Fleisch drin ist. Nico sagte, es ist Rind. Und so Glasnudeln oder sowas. Auf jeden Fall Nudeln. Ich würde am liebsten jetzt hier weiter essen. Aber wir sind natürlich auch wegen den Vorspeisen hier. Aber die Chicken Wings, Leute, die bestellen wir jetzt mal beim Luca. Und dann flippt ihr aus, schwöre ich euch.
So, Luca, wir würden jetzt gerne die Wings bestellen. Ja. Einmal die Gamjang. Und einmal die scharfen, Nico, sagst du, ne? Die ganz scharfen? Ja. Oder die süß scharfen? Nö, die scharfen. Die ganz scharfen. Alles sind die klar. Sehr scharf? Nö, ne? Ah, nö. Aushaltbar. Das testen wir jetzt gleich mal. Ja, danke dir. Perfekt, ja. Danke. Für eine Pfanne zahlst du, glaube ich, 20 Euro. Mhm. Und das ist halt, siehst du ja gleich, das ist halt so ein Ding. Wenn du jetzt mit zwei Personen hinkommst, normalerweise für normale Menschen, wir sind ja nicht so ganz normal, reicht auch eine Pfanne. Wir saßen hier letztens zu dritt und wir haben bestellt zwei, glaube ich. Drei Stück haben wir gegessen. Erstmal zwei. Haben die komplett weggefressen und dann so, komm, sollen wir noch eine dritte? Ja, komm, sicher. Dann haben wir noch eine dritte bestellt. Dann haben wir einmal das scharfe Chicken für euch, Handschuhe dazu und eine Portion Rettich. Was ist da drauf auf den scharfen genau? Chili einfach. Chili, ja? Ja, das ist quasi wie die Soja-Chicken, nur noch mal mit Chili-Flocken. Oh. Und dann zu guter Letzt einmal das Gamjang-Chicken. Perfekt, dankeschön. Guten Appetit. Danke. Nico, hast du Bock? Boah, hier, das ist eine Frage. Also hier sind die ersten mit Schafen und Chili und allem. Und jetzt zeige ich euch mal hier die zweiten. Boah, die sind brutal. Und das sind meine Lieblinge hier. Ja, wenn ihr das riechen könntet, ne, das ist unglaublich. Ich glaube, die Wings werden quasi schön einmal frittiert. In der Fritteuse oder irgendwie sowas. Und dann kommen die nochmal in so eine geile Soße hier. Und das ist wirklich, ach Digga, komm. Guck mal, jeder kriegt Handschuhe hier. Die sind so schweineheiß. Aber es ist mir scheißegal. Das ist schon, die steht jetzt schon 4-5 Minuten. Es ist einfach krank heiß. Ich verbrenne mir da jedes Mal die Finger mit. Und kaue die Handschuhe mit oder so. Ich muss jetzt einmal reinmelden. Ich kann das, es ist wirklich so unglaublich heiß, aber es ist mir egal. Boah, Digga. Das ist es doch, oder? Das war jetzt die Schafe, ne? Mhm. Es ist wirklich so unglaublich gut, Mann. Allein die Wings an sich haben so viel Fleisch, das macht einfach Bock, die zu essen. Ist wirklich super saftig, Mann. Scharf, ja. Ist pikant auf jeden Fall. So, ne, würde ich schon sagen. Ist gut. Ist jetzt auch der erste. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber das, Leute, ich schwör's euch, das verändert euer Chicken Wing Game. Ich zeige euch jetzt hier auch mal den anderen Eimer. Guckt mal schön an, wie die glänzen. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine süße Soße. Vielleicht Gochujang irgendwie so in die Richtung gemischt. Ein bisschen Säure tatsächlich auch. Ich will eine Sippe nehmen, Chicken nehmen. Also das, ne, ich habe das mal ein paar Mal auf Videos auch gesehen, dass Leute so mit Handschuhen Chicken Wings essen. Ich habe mich ein bisschen totgelacht, aber es macht wirklich Sinn. Also diese scharfen hier, die sind super, aber das hier ist mein absoluter Favorite. So Sojasauce, sowas in die Richtung. Auch so schön süß, salzig, alles mit dabei. Wenn ihr richtig wild seid und euren Gaumen trainieren wollt gegen heißes Essen, dann müsst ihr hier so eine Kartoffel essen. Die werden auch mit frittiert und kommen dann hier unten in diesen Sud rein und saugen sich mit dieser kompletten Soße voll. Um zwischendurch immer das Ganze so ein bisschen zu neutralisieren, kriegt ihr hier auch immer so einen schönen Rettich dazu. Ein kleines Stückchen. Auch eingelegter Rettich, ne? Irgendwas kann er noch, das ist nicht pur. Auch so eine Säure, Süße. Ich will überhaupt nicht der Rettich-Fan, generell alles, was aus dieser Karton kommt. Du meinst die Karton Gemüse? Ich meine, die. Du kleine Mensch. Aber hat sie recht, Hinora. Ja, aber Gemüse ist gut, wenn es frittiert ist. Ja, ist halt wirklich perfekt. Alles super ausbalanciert hier. Du hast für jeden Geschmack irgendwas dabei. Süß, sauer, scharf. Alles am Start. Perfekt gepaart mit den Vorspeisen. Was willst du mehr, ehrlich? Das macht mich einfach glücklich. Und deswegen essen wir den Lachs hier jetzt auch erstmal auf. Und dann melden wir uns gleich nochmal. Eigentlich wollten wir komplett aufessen, aber es sind 7-8 Stück übergeblieben. Aber wir haben auch viele Vorspeisen gegessen, sonst haut sich jeder hier so einen Kelch rein, ehrlich. Können wir mal kurz klar Schiff hier. Oh, Handschuhe aus, Digga, sind die am Sweaten. So wie ich. Oh. So, Nico reserviert gerade nochmal ein Plätzchen für Samstag. Wir haben eine Veranstaltung hier in Düsseldorf. Ich habe es jetzt mal geschafft aufzustehen. Ah, ich bin so glücklich und satt. Wir packen mal hier zusammen. Da bin ich mal gespannt, was das Ganze kostet. Ihr sicherlich auch. Wir möchten uns einmal bedanken herzlich. Das war sehr, sehr lecker, sehr, 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 sehr nett. Ja, sehr gerne. Für uns ist immer wichtig, was kostet das Ganze. Dann kannst du uns die Rechnung fertig machen. Ja, mache ich euch fertig. Das ist doch perfekt, super. Okay, jetzt. Was meint ihr? Also,
Ich habe meinen Tipp ist eigentlich kompletter Shit. Ich habe gesagt 76. Nora, ja, sie war, Nora, das ist der 8. Tipp schon. Und der nur das Essen ist 70. Nee, nee, wir machen alles jetzt. Okay, sag mal. Sind 99,40 €. Ja, perfekt. Siehst du, 99. Ich zahle mit Karte einmal, ja? Haben wir alles? Danke euch, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne? Ciao. Schön. Lecker war das. Oder? Ja. Ja, ne? Das war. Fand ich auch. Rechnung habt ihr gesehen? 99,40 €. Ich meine, wir haben auch gut geschlemmt. Wir wollen ja auch von allem ein bisschen was probieren. Wir rollen jetzt nach Hause, ich kann nicht mehr. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Nee. Das war auf jeden Fall genug heute. Ja. Das war mehr als genug. Oh, wir haben sogar noch 7 Chicken Wings mit nach Hause genommen und so ein bisschen Pfannkuchen auch noch. Ja, hier in Düsseldorf bei Nacht, genauso scheiße wie bei Tag. Also in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Like mal das Video hier, genau das habe ich vergessen natürlich wie immer jedes Mal. Und sonst, ja, ist auch kein Bock mehr auf die Scheiße, ich will auf die Couch. Shit.